Ich sitze an meinem Schreibtisch und scrolle durch den Newsfeed. Die Krisen hören gar nicht mehr auf, sie ebben nicht ab. Sie werden eher mehr. Draußen auf der Straße sieht es auch nicht anders aus. Alle hetzen von A nach B. Ich bin auf der Suche nach Konzepten, die mir helfen, mehr Gelassenheit und Ruhe in dieses hektisch gewordene Leben zu bringen. Ein Konzept, über das ich in meiner Reise nach Frankreich gestolpert bin, verspricht genau das. Es ist ein Konzept, das den Lebensstil und die Kultur in Frankreich stark geprägt hat. Savoir vivre. Sicherlich, Frankreich ist für vieles bekannt. Wein, Baguette, guter Käse, eine entspannte Lebensart. Doch was steckt hinter diesen Assoziationen? Worin sind die Franzosen richtig gut? Und was können wir von ihnen lernen? Wenn du auch von den Lebenskünsten verschiedener Länder lernen willst, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst und auch bei kommenden Videos mit am Start bist. Die Berge in Südfrankreich. Es war früh am Morgen. Wir stiegen ins Cabrio und fuhren in das nächste Dorf. Leicht prasselte der erste Herbstregen auf unseren Wagen. Frischer Duft von Thymian und Rosmarin lag in der Luft. Angekommen im Dorf, zog es uns direkt auf den Markt. Obwohl es mitten in der Woche war, lag eine unvergleichliche Ruhe in der Luft. Eine Ruhe, wie ich sie aus meiner Heimatstadt nicht kannte. Die Menschen waren nicht gestresst, sie waren entspannt. Sie strahlten eine Ruhe aus. Entweder waren sie ganz bei sich oder beim Gegenüber. Ist das etwa, was die Franzosen als Savoir-vivre bezeichnen? Im ersten Teil des Videos wird es um die Prinzipien von Savoir-vivre gehen und im zweiten Teil dann vor allem darum, wie man das Ganze jetzt in den eigenen Alltag integrieren kann. Den Ursprung hat das Konzept von Savoir-vivre bereits im 18. Jahrhundert und ist dort eng mit Höflichkeit, Etikette und Manieren verbunden. Im weiteren Verständnis beschreibt das Konzept, ein gutes Leben zu führen und zu wissen, wie man das Beste aus dem Leben herausholt. Savoir-vivre knüpft an zwei andere französische Konzepte und Ausdrücke an. Savoir-faire, was bedeutet zu wissen, wie man sich verhält oder wie man aktiv mit Savoir-vivre lebt. Und joie de vivre, was die Lebensfreude beschreibt, das Leben in vollen Zügen zu genießen. In diesem Video wollen wir vor allem vom zweiten Prinzip lernen. Die Prinzipien von Savoir-vivre sind sehr vielfältig, aber im Kern drehen sie sich vor allem um die Wertschätzung von Zeit, von Qualität, von Genuss und sozialen Beziehungen. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Edgar Degas. In der Welt der Kunst verkörpern die Werke impressionistischer Maler auf beeindruckende Weise das französische Konzept Savoir-vivre und die Lebensfreude in vielerlei Hinsicht. Ihre Meisterwerke fangen die Essenz des Alltags ein, von idyllischen Landschaftsszenen bis hin zu intimen Darstellungen des Pariser Lebens, und betonen die Schönheit und das Vergnügen der Welt um sie herum. Erstens, das Streben nach Harmonie und Schönheit. Impressionistische Maler legten einen starken Schwerpunkt auf das Einfangen des natürlichen Lichts und der Schönheit der Natur. Die lebendigen Farben und die Darstellung von Landschaften, Gärten und Naturstränden in den Werken von Monet und Renoir zeugen von einer innigen Verbindung zur Natur. Über 250 Gemälde malte Monet alleine über Seerosen. Müsst ihr euch mal vorstellen, in seinem Garten hat er diesen Teich angelegt und wie viele Stunden, wie viele Tage, wie viele Wochen, wie viele Monate er seines Lebens damit verbrachte, diese Seerosen zu malen. Monet ging es darum, verschiedene Lichtstimmungen zu verschiedenen Tageszeiten einzufangen. Und die Erscheinung des Augenblicks war für Monet niemals gleich. Dies spiegelt die Wertschätzung der Natur und der Umwelt wider, die ein wichtiger Bestandteil von Savoir-vivre ist. Zweitens, Entschleunigung. Savoir-vivre ist auch Entschleunigung. Die impressionistische Kunst strahlt diese gewisse Ruhe und Gelassenheit von Savoir-vivre bereits aus. Die verschwommenen Konturen und die lockere Struktur der Gemälde erzeugen eine Atmosphäre der Entspannung und des Genusses. Im Gegensatz zur Hektik des modernen Lebens lehrt uns dieses Konzept, die Zeit zu genießen, die wir haben. Sei es ein entspannter Spaziergang am Strand oder das Verweilen in einem kleinen Café. Es geht darum, das Hier und Jetzt zu schätzen. Drittens, die Liebe zum Essen. Essentieller Bestandteil, und das darf hier in diesem Video nicht fehlen, ist natürlich die Liebe zum Essen. Und auch die Liebe zur Poesie in einer Flasche, einem guten Wein. Der französische Ansatz beim Essen ist ein perfektes Beispiel für gelebte Lebensfreude.
Mahlzeiten werden als Gelegenheit gesehen, mit geliebten Menschen in Kontakt zu treten, sich in Gesprächen auszutauschen und köstliches Essen und Wein zu genießen. Von gemütlichen Mittagessen in Straßencafés bis hin zu mit Liebe und Sorgfalt zubereiteten Essen in mehreren Gängen legen die Franzosen Wert darauf, jede Mahlzeit zu schätzen, sich die Zeit zu nehmen, die Aromen und Texturen der Speisen wirklich zu genießen. Was mir auch auffällt, in Deutschland haben wir so eine All-You-Can-Eat-Mentalität und hier haben wir wirklich mal so ganz, ganz kleine Häppchen, so Probierhäppchen fast schon von Kuchen, wo es wirklich darum geht, eigentlich nur den Geschmack zu spüren und gar nicht irgendwie satt zu werden. Das finde ich, das fällt auf jeden Fall auf, wenn man hier durch die Bäckereien geht. Und ich finde das krass. Für die Franzosen ist Essen nicht nur ein Akt der Nahrungsaufnahme, sondern es ist eine Hommage an das Leben selbst. I remember a funny story. I was in Paris at the post office and I was going to buy some stamps and there were a guy from America and he wanted something from the bank and I said, no, it's closed because it's lunchtime. And he said, so what? They said, we're hungry and they went out to eat. I said, no, it's just like in France, you have 2 hours of break to have lunch. And they were like, oh my God, you're crazy. And this is when I realized that we have a moment that we stop working to eat, but not just eat, also rest, sit with the friends or the colleagues, have a little coffee, and then go back to work. And that's part of healthy life, I think. Das hat mich wirklich gewundert, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Also, dass wirklich jede Mittagspause so lang auch gelebt wird und man dann ja, Arbeit stehen und liegen lässt, fand ich super faszinierend. Doch, eine lange Mittagspause zu zelebrieren, ist nicht das Einzige, was wir vom Savoir Vivre lernen können, sondern hier gibt es noch ein paar Learnings mehr. Erstens, Zeit für sich selbst nehmen. Die nächste Lektion, die wir von den Franzosen lernen können, ist, langsamer zu werden und sich jeden Tag Zeit für sich selbst zu nehmen. Die Kunst, für sich selbst Zeit zu nehmen und bewusst Dinge langsamer zu machen, all das ist irgendwie schwierig, wenn man ein sehr aktives, ein sehr belebtes Leben gewohnt ist. Und ich versuche mich auch immer wieder darin zu trainieren, aber es gibt auch Gründe, warum das nicht besonders leicht ist. Zeit ist gleich Geld. Das zumindest ist eine durch den Kapitalismus sehr geprägte Denkweise. Und schnell hat man das Gefühl, wenn ich jetzt nicht gerade produktiv bin, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie arbeite und mich ausruhe oder Pause mache, dann habe ich ja kein Ergebnis, dann komme ich ja nicht voran, dann verpasse ich vielleicht Dinge. Und genau in diesem Gedanken finde ich mich ganz oft wieder. Zudem ist das spannend zu beobachten, wenn man sich auch mal Hobbys anschaut und Freizeitbeschäftigungen, dann fällt es immer mehr auf, dass wir auch die versuchen zu monetarisieren. Oh, okay, wenn ich jetzt ein Instrument gelernt habe, kann ich da nicht irgendwie auf die Straße gehen, Geld verdienen? Wie kann ich also meine Nebenbeschäftigungen sogar monetarisieren? Und warum können wir nicht einfach mal wieder nur Dinge machen, um sie einfach nur zu machen? Sich auszuruhen und auch mal kurz zurückzunehmen, das bedeutet ja nicht, dass du die Dinge, die zu erledigen sind, nicht erledigst, sondern es geht eher darum, dass du die Reise dahin wertschätzt. In Frankreich gibt es ein ähnliches Konzept wie das italienische Dolce far niente, was die Süße des Nichtstun bedeutet. Und es heißt l'art d'être, was die Kunst des Seins bedeutet. Also, mach dich auf für einen gemütlichen Spaziergang durch die Stadt, ohne ein Ziel vor Augen, im Park faulenzen oder stundenlang in einem Café verweilen und die vorbeischlendernden Menschen beobachten. Einfach nur zu sein, anstatt immer etwas tun zu müssen. Das ist der Kern der Lebensfreude. Zweitens, gemeinsame Zeit. Savoir Vivre feiert die Freude am Zusammensein und am Teilen von Augenblicken des Glücks. Die Franzosen schätzen es, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und die Gesellschaft anderer zu genießen. Dies fördert ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft, was zu einem erfüllten Leben beiträgt. Motive von Impressionisten waren neben der Natur oft Szenen aus dem Alltag und soziale Interaktionen. Schon in Renoirs Gemälden waren oft Menschen bei geselligen Aktivitäten zu sehen, wie beim gemeinsamen Essen oder Tanzveranstaltungen. Zusammen eine gute Zeit zu haben, ist wichtiger Bestandteil von Savoir Vivre. Im Alltag fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, wirklich intensive und lange Gespräche zu führen, ohne dass man aus dem Kontext gerissen wird, ohne dass irgendwas da passiert. Vor allem, wenn man in einer Stadt unterwegs ist, dann gibt es so viele Impulse, so viele Geräusche, so viele Dinge, sodass es sehr schwer fällt, wirklich bei einem Thema zu bleiben und das auch mal vielleicht zu Ende besprechen zu können.
Und genau deshalb liebe ich es, einfach gemeinsam Trips in die Natur zu unternehmen, rauszukommen und da vor allem tiefergehende Gespräche führen zu können. Was mir auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl immer wieder gibt, vor allem mit neuen Menschen zu connecten, das liebe ich auch auf Reisen. Also wenn ich mich auf Reisen in neue Kulturen, in neue Länder begebe, da könnte ich stundenlang mit irgendwelchen Menschen dort sprechen, weil ich die kennenlernen will, weil ich die Kultur verstehen will. Und das sind auch ganz tolle Momente, wo man merkt, es sind eigentlich fremde Menschen, die hast du vorher noch nie gesehen und da entsteht trotzdem ein Gefühl von Verbindung. Und diese kleinen Momente, die kann es aber auch schon geben, zum Beispiel an der Kasse beim Supermarkt, wenn man vielleicht mal sogar einen kleinen Smalltalk anfängt, ne? Oder nochmal einen schönen Feierabend wünscht am Ende, wenn ich 5 Minuten vor Ladenschluss wieder in den Supermarkt gerannt bin und sagst so, ja, Feierabend, was geht jetzt noch? Und dann ist man vielleicht ganz kurz im Schnack, erstmal kurz überrascht, fühlt sich vielleicht erstmal komisch an, aber warum denn eigentlich nicht? Mais nous on a beaucoup de clients qui viennent tous les jours. Donc en fait, il y a beaucoup un lien entre nous. Ce sont des gens, on sait déjà ce qu'ils prennent. Donc voilà, on sait, il y a toujours un petit truc qui fait que voilà, on essaie de s'inquiéter. Il y a beaucoup de gens qui disent que en fait, dans leur vie, moi j'ai des clients qui arrivent et qui me disent, voilà, nous, ma femme elle est malade, elle a Alzheimer, donc voilà quoi. Donc il y a comme une espèce de contact, on est un peu comme qui dirait une seconde famille. Quoi. Kurz zusammengefasst haben wir mit Savoir-Vivre eine französische Lebenskunst kennengelernt, die dazu beitragen kann, Harmonie und Schönheit zu schätzen, Zeit mit sich selbst und vor allem Zeit mit anderen zu genießen und sich im täglichen Leben auch Zeit für diese Dinge zu nehmen. Ihr seht, ich bin hier schon wieder in meinem kleinen WG-Zimmer angekommen, aber auch in meiner Heimatstadt möchte ich das Gefühl von Savoir-Vivre nicht missen. Ich versuche, manche Konzepte davon jetzt aufrechtzuerhalten und auch zu leben und ich glaube, du kannst das auch. Nimm dir Zeit mit deinen Freunden, kocht euch ein geiles Essen, genießt es, plauscht miteinander, habt einfach eine gute Zeit und dann kann man auch Savoir-Vivre hier in Deutschland sehr, sehr gut leben. Und bevor du das nächste Video anschaust, würde ich gerne noch mal kurz von dir wissen, wie sieht denn das aus? Welchen Teil von Savoir-Vivre lebst du denn bereits schon im Alltag? Schreib das doch gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und jetzt, ganz wichtig, abonnier noch mal ganz kurz den Kanal hier unten, denn es wird noch eine weitere Folge, viele Folgen wahrscheinlich sogar, zu dem Thema geben, die Kunst des Lebens, Lebensphilosophien aus aller Welt. Wenn du dabei sein möchtest, freue ich mich, wenn wir die Reise zusammen antreten. Bis dann, ganz bald und buongiorno!